Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report, heute mit dem Thema Junior Mean nach Dreifachboden kurz vor Ausbruch. Disclaimer. Das Silj-Silber-Verhältnis steht nun unmittelbar vor dem Ausbruch aus der inversen Schulterkopf-Schulterformation. Die Silber-Junior-Minen sehen wie 2016 und 2020 fast an einen Tiefpunkt gegenüber Silber. Der jetzt bevorstehende Anstieg allerdings dürfte deutlich besser als fallen als die beiden vorangegangenen. Auch wenn viele noch wirklich nicht diesen Anstieg sehen, weil sie es nach den vielen Rückschlägen nicht mehr glauben können, wird genau das jetzt passieren. Selbst eingefleischte Goldminenbugs wurden zermürbt und trauen sich noch nicht an die Junior-Minen ran. Sie werden bald schlauer sein, gegebenenfalls zu einem erst höheren Kurs einsteigen, denn nicht wenige sind schon längst von den Tiefs entfernt und zeigen weiterhin positive Dynamik. Wenn man hier den Emotionen folgt, kann dies teuer werden, wenn man den günstigen Einstieg verpasst und dann hinterherlaufen muss. Insofern sind aktuelle Kurse nicht mehr absolut günstig, aber immer noch eine Investition wert, die man nutzen sollte bei diesem Jahrhundertereignis. Ja, das Interessante ist, hier wird eben der Silber-Junior-Index mit Silber gegenübergestellt und Sie können hier eben ganz klar die Ausbrüche sehen. Und das ist absolut identisch mit der Goldaktienrallye von 2060 und 2020 und auch jetzt. Also heute schrieb auch jemand in die Kommentare, wäre merkwürdig, obwohl sich Gold und Silber gar nicht so gut entwickeln, geht es mit den Minen aufwärts. Ja, das ist im Prinzip ein Zeichen, dass wir vor einem starken Ausbruch stehen und sobald dann Gold in Richtung 2700 Dollar und Silber Richtung 50 Dollar abgehen, haben wir ein gigantisches Kursfeuerwerk hier bei Silber- und Goldaktien, weil die so extremst unterbewertet sind, immer noch nahe eines 50-Jahres-Tiefs, was rational nicht erklärbar ist. Also es ist eine gigantische Chance. Man muss weiter Top-Penny-Goldaktien meines Erachtens nachkaufen, auch wenn man sie nicht mehr so günstig kriegen wird, wie zum Beispiel am 1. März, wo sie ja dieses Jahr ausgebrochen ist, oder am Oktober letzten Jahres. Also das läuft auch nicht alles einheitlich. Manchmal brechen einige Minen voraus, wo wir auch schon seit Jahren die Position halten und müssen einfach ständig gute Goldaktien hinzukaufen. Das Gute ist, mit jedem Tag enträtselt sich mehr und mehr, was die Gewinneraktien sind. Insofern wird es leichter zu investieren, ist das Risiko sinkt, allerdings das Potenzial beginnt natürlich abzuschmelzen, denn schnell hat sich so eine Penny-Gold-Aktie verdoppelt und dann ist im Prinzip 50 weniger Prozent Performance möglich. Dennoch gibt es aus meiner Sicht viele Penny-Gold- und Silberaktien, die im Prinzip noch nicht reagiert haben, die vermutlich in einigen Wochen dann reagieren. Also es sind immer noch große Potenziale vorhanden. Und also vermutlich gibt es hier und da noch 20, 50 und sogar 100 Bäcker draußen. Aber wie gesagt, in der Masse nimmt es natürlich ab. Aber viele sind ja auch schon seit Jahren investiert. Und da muss man einfach durchhalten, Top-Penny-Gold-Aktien weiterkaufen. Und dann dürfte insgesamt eine sehr positive Depot-Performance am Ende stehen, wenn wir dann in den Bereich Gold 2700, Silber 50 gehen. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Britisch-Kolumbien in Kanada. Also das Kernstück des Unternehmens, das ist zu 100% unternehmenseigen in der Vergangenheit produzierende hochgradige Goldminenprojekt New Polaris mit 1,1 Millionen Unzen im Nordwesten von Britisch-Kolumbia, 10 Gramm pro Tonne. Das ist auch das Interessante. Das Projekt New Polaris liegt, wie gesagt, im Nordwesten von Britisch-Kolumbia, 100 Kilometer südlich von Altyn und 60 Kilometer östlich von Juneau, Alaska, am Westufer des Tulsequar River, nahe der Grenze zwischen Britisch-Kolumbia und Alaska. Es ist eine Schätzung gemacht, dass ungefähr vermutlich 80.000 Unzen produziert werden können in dem Unternehmen. Dann haben sie eben noch weitere Projekte
im Frontaway Canyon, Churchill County in Nevada. Und da haben sie auch ungefähr 1 Million Unzen. Also insgesamt haben sie vermutlich 2,2, möglicherweise noch mehr, weil ja noch weites Explorationspotenzial vorhanden ist. Es ist hochgradig, es ist in einem sehr guten Rechtsgebiet und Sie sehen ja auch, wie stark diese Aktie auch 2020 reagiert hat. Da ging es von 10 Cent in wenigen Monaten auf 80 Cent, also eine Verachtfachung einfach mal so. Sie sehen, der Boden ist hier gefunden worden. Wir hatten doch mal ein absolutes Tief jetzt hier, wie an dem besagten 1. März, wo jetzt dieser gesamte Gold- und Silberaktienmarkt hochgegangen ist. Ist aber natürlich noch weit von den Höhen von 2020 entfernt und sollte aber das im Rahmen des Gold- und Silberaktienboom erreichen und wir hoffen natürlich auch noch ordentlich darüber hinausgehen. So stellen wir uns das vor. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen, das man sich mal anschauen sollte. Wie immer an der Stelle natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, generell nochmal zu Gold. Gold muss nicht nur auf 2.700 Dollar eben steigen. Es könnte auch auf 8.500 Dollar steigen in einigen Monaten. Warum sagen wir das? Weil das 1979 nach der Korrektur so passiert ist. Damals ist Gold von 200 Dollar in nur einem einzigen Jahr auf 850 Dollar gestiegen. Und das würde eben heute bedeuten, dies müsste auf 8.500 Dollar steigen. Ist es wahrscheinlich? Kann man wirklich schlecht sagen. Ich glaube auch eher hier in die Nähe von 3.000 Dollar. Aber man kann es nicht ausschließen, dass diese Anstiegsdynamik auch tatsächlich nicht von keiner Kraft mehr zu stoppen ist. Denn wenn alle Notenbanken die großen Vermögen jeder Gold kauft, um jeden Preis, kann auch sowas passieren, ne? Und das wäre natürlich absoluter Traum für Pennygold-Aktien, die, wie gesagt, die sind eigentlich bewertet, unterbewertet. Also insbesondere die Junior-Aktien, die sind noch weit, weit vom normalen Niveau entfernt, immer noch auf dem 50-Jahrestief, der ganze Sektor im Verhältnis zu Gold. Also Gold ist natürlich auch enorm unterbewertet, aber die Unterbewertung von Gold, Junior-Aktien etc. ist absurd im Verhältnis zu Gold. Also wir haben hier einen doppelten und dreifachen Hebel drin und wenn sich das entlädt, sind da möglicherweise auch Verhältnisse wie die 1970er Jahren möglich, wo es um das für diese Aktien um das 100, 200, 300-fache hochgeht. Und 1970 gab es diese, oder 1978 oder 77, wo das dann losging, da gab es noch nicht solche Derivate. Das ist also heute viel, viel, viel extremer. Darauf wollte ich nur hinweisen. Und das kann man nicht sagen, aber einer der beiden Szenarien wird schon eintreten. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risiko zu sortieren, Potenzialfaktor zur Errechnung, Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Portfoliovorschlag kann ich Ihnen auf Wunsch auch zusammenstellen. Dann ansonsten, welchen Broker können Sie arbeiten? Zum Beispiel mit Swissquote, da kann man auch mit EU-Wohnsitz hier in der Schweiz ein Depot eröffnen, auch eine Bankrate, eine eigene ISIN bekommen für die Leute, die das interessant ist. In Deutschland und Österreich kann man zum Beispiel flatexDEGIRO nutzen, da kann man zumindest am Toronto Stock Exchange günstig kaufen. Und es ist immer günstig, an der Heimatbörse zu arbeiten, ist einfach liquider und einfach wesentlich günstiger. Goldeinlagerung in der Schweiz kann man sich vielleicht mal die Gold Avenue ansehen, Schweizer Unternehmen, oder auch die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft, deutsches Unternehmen, das ebenso in der Schweiz einlagert. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt so weit gefallen hat und vielleicht auch ein Like geben. Das würde insgesamt hier den Stand meines Kanals bei YouTube unterstützen. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.